Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga wird präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Hat diese Mannschaft das Zeug, die Klasse zu halten? Diese Frage stellt sich wohl jeder, der am Wochenende das Heimspiel des VfL Pirna Kopitz gegen den Radebeuler BC verfolgte. Die 0:1-Niederlage gegen den Tabellenvierten ist ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Ligenverbleib. Kopitz rutscht auf den drittletzten Tabellenplatz und taumelt Richtung Abstieg. Ich möchte in meinem Leben nicht absteigen, nicht nochmal. Ich bin leider einmal mit Holstein Kiel abgestiegen. Das möchte ich nicht noch einmal erleben. Und dafür tue ich alles und setze alles daran, dass wir die Klasse halten. Die Aussagen von Trainer Frank Paulus haben Gewicht. Denn im März wurde bekannt, dass das Trainerteam Paulus Mühle nach der Saison nicht weitermachen darf. Nico Kessler, bisher A-Jugendtrainer im Verein, übernimmt die Mannschaft. Doch in welchem Zustand? Gegen Radebeul konzentrierte sich das Team zunächst auf die defensiven Aufgaben. Das ging bis kurz vor der Halbzeit auf, doch in der 41. Minute kamen die Gäste viel zu leicht zum Führungstreffer. Das goldene Tor des Spiels erzielte durch Marius Riedel. Kleine Randbemerkung, in der Spielzeit 2018-19 stand der Stürmer beim VfL Pirna Kopitz unter Vertrag. Leider auch durch einen eigenen Fehler auf der Außenbahn dann das Tor gefressen und in den eigenen Situationen dann nach vorne durch diese vielen Fehlpässe, die wir uns leider erlaubt haben, sind wir nicht so zwingend geworden und haben keine Chancen kreieren können. Gegen Radebeul hätte es Glück gebraucht für etwas Zählbares auf dem Kopitzer Punktekonto. Denn auch in der zweiten Halbzeit war der Gast das bessere Team. Allein dem Kopitzer Schlussmann Ron Wochnik und dem Radebeuler Unvermögen war es zu verdanken, dass die Gästeführung nicht höher ausfiel. Lediglich in der Schlussviertelstunde wurden die Kopitzer mutiger, doch spätestens im Strafraum wurden die Angriffsbemühungen gestoppt. Und so bleibt unterm Strich eine verdiente Niederlage und es bleiben die Zwischentöne. Ist es mit Sicherheit sehr, sehr schwer, sich immer wieder zu motivieren, auch die Spieler zu motivieren, die teilweise dann auch nur in kleinen Gruppen zur Verfügung stehen, aufgrund der verschiedensten Verordnungen, da eine gewisse Trainingsqualität zustande zu bringen. Das macht es mit Sicherheit nicht einfacher. Aber man muss natürlich auch sagen, die anderen Mannschaften haben ähnliche Probleme und müssen ähnlich damit kämpfen. Geht teilweise alles ein bisschen anders damit um, die anderen Mannschaften, aber wir müssen damit leben, wie es aktuell bei uns ist und deswegen müssen wir Gas geben. Paulus spricht es an. Spätestens in der Corona-Zwangspause gab es im Kopitzer Landesliga-Team einen Knacks. Der Auftritt gegen Radebeul offenbarte dies. Selten war es auf dem Spielfeld so still wie an diesem Nachmittag. Und auch von der Trainerbank kamen auffällig selten hörbare Impulse. Am Ende stehen 11 Spieler auf dem Platz und alle haben den Anspruch, Landesliga-Qualität zu haben. Und das muss ich auch von ihnen abverlangen. Und wer das dann eben halt nicht auf den Platz bringt, dann wird am Ende auch die Qualitätsfrage gestellt. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Ja, mit dem, was ich habe, muss ich arbeiten. Und die Jungs gehen davon aus und sind erpicht, Landesliga zu spielen. Dann müssen sie es auch umsetzen. Am Ostersamstag steht für die Kopitzer das Nachholspiel gegen Marienberg an. Aufgrund der prekären Tabellensituation ein richtungsweisendes Spiel. Wohl mindestens 6 Mannschaften werden in dieser Corona-Saison aus der Landesliga absteigen. Bleibt die Frage, ob die Kopitzer Mannschaft überhaupt Abstiegskampf kann. Spaßfaktor in so einer Tabellenregion und mit den Spielergebnissen hat man keinen Spaß. Ja, das versuche ich den Jungs auch immer zu erklären. Wenn wir hart arbeiten und die ersten Erfolge wieder einfahren, dann wird das Leben natürlich leichter. Aber Abstiegskampf hat nie was mit Spaß zu tun. Das hat mit Überzeugung, mit Kampfgeist, mit Geschlossenheit zu tun. Und auch nur so kann man dann am Ende die Klasse halten. Die in dieser Situation immer wieder strapazierten Tugenden gehören auf den Platz. Diesen Nachweis muss das Team bringen. Gegen Marienberg muss eine Reaktion folgen. Anderenfalls ist der Abstieg wohl nicht mehr zu verhindern. Bis zum nächsten Heimspiel. Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga. Freundlich unterstützt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.